Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit der Tibra. Hallo Anduin. Und mir, dem Anduin, dem Twinny. Dem Twinny, ja. Grüß euch. So, und los geht's. Ah ja, ausräumen. Ich habe ein urvolles Inventar. Leeren Magen kann niemand arbeiten. Ja, armer Twinny. Armer Twinny. Ja, man wird total ausgeschunden. Mhm. Bei Tibra immer. Bambussprossen, hey, die habe ich auch noch nicht. Cool. Bambussprossen? Ja. Oh, zwei rohe Zwiebeln. Lecker. Da duftet. Mhm. Bussi. Spargel, ich habe Spargel. Wird auch gleich angepflanzt. So, Kohle. Wo kommt denn die Kohle rein? Ist momentan hier noch bei den Edelsteinen und Erzen oder werden wir dann noch eine eigene Kiste? Passt. Ich gehe aufs Feld. Ja. Eier essen sollte ich auch. Bräuchte ich jede Menge an Essen. Du kannst das Feld plündern oder die Kisten. Ist völlig gleich. Ich plündere das Feld. Ja. Wo? Was? Nix, fürchten sich alle. Passt. So soll das sein. Bitte, wenn du aufs Feld willst, geht's hier lang. So, jetzt kann ich eigentlich ein Pumpkin abbauen. Mhm. Ja. Weil, wir haben ja gesagt, irgendwann wollen wir das da auflassen. So. Ja, solange es liefert und nicht zertrampelt ist, würde ich es lassen. Ja, das ist alles zum Enden schon. Mhm. So, das sind die Bambussprossen. Die werde ich gleich hier drüben pflanzen. So. Was bist denn du? Oh Gott, ich bin voll. Okay. Bin so voll. Wissen wir mal was. So, und was habe ich noch? Samen. Spargel habe ich noch, ja. Oh. Was? Ich habe da jede Milchblöcke gesetzt. So, Kerzen, Nussbeere, Radieschen, rote Bitter ist das. So. Ich habe so viel. Oh, ich esse mal zwei Rüben. Oh, na gut, und dann ist die Scheiße. Mhm. Ah, das ist als Ackerboden. Kann man den eigentlich wieder rausnehmen, oder? Probier's. Ja, kriegt man die wieder? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal weitergraben, damit die Hütte was wird. Ja, kommt wieder. Passt. Sehr gut. So, dann tun wir da mal die Samen rein. Kannst du mir alles in die Kiste legen, bitte, danke. Mach ich. Ah ja, mit der Erde das Wasserblock-Dings da zu machen, gell? Ja. Und unten bin ich, Jebi. Da haben wir noch ein Eisen drinnen. Das stibitzen wir uns. War eh nur eins. Na, da sind unter Wasser, sind glaube ich auch noch welche. Okay. So, ups. Ja, aber ich kann nicht mehr tauchen. Oder? Doch, hier. Ah, ja. Mach bitte nicht zu, da wo ich bin, gell? Nein. Und weiter geht's.
So. So. Na komm schon. Es wird so einen Keller auch unten geben, aber nicht über das Gesamte. Und dann füllen wir das auf, weil es dann da im Zentrum von der ganzen Anlage was so erwartet wird. Vor allem will ich kein Wasser im Keller haben. Da ist dann natürlich nicht untergekommen. Ja, aber sonst hätte man das mit dem Kellerausbau mitmachen können. Aber wie kommen da an die Stelle, glaube ich, nachher nicht mehr her. Ja, ich lasse da das Stück da offen. Weil mehr brauche ich jetzt im Moment nicht. Dankeschön. Bitte. So, der Keller. Das Also ihr ist. seht es, liebe Zuseher, auch die Kamera kriegt immer wieder einen Auslauf. Ups. Okay. Sie darf ab und zu raus. Schwammerl. Pilz. Ja. So, jetzt muss ich mal wieder ziehen. Verzähl dich nicht. So. Ups, wo bin ich? Da. Jetzt habe ich keine Erde, oder wie? Erde Naja, da aus. geht immer einiges drauf bei sowas. Ja, Erde aus. Aber Ups. wir haben ja einiges gefarbt. Ah, ja. Und ich muss noch einiges ausgraben. Ne? Ups. Hallo? So, wie weit muss ich denn da ausheben? Was willst du denn da aussehen? Achso, da. Ja. Du bist wirklich sehr schnell, Leute. Nur gerechnet, dass du in deiner Höhle unten bist. Ja, also. Also, Ja, du, ich bin da gerade. Es entsteht. Stress mich nicht. Und verzähle mir dann, ist alles im Eimer. Das wäre eine Diamantlage. Ich grab einfach mal. Ja, na, also wir müssen da schon ein schönes Stück rüber. Ich glaube, wenn du da mal so 20 bis 30 Blöcke rüber gehst, ist das kein Fehler. Okay. Ich helfe aber jetzt schon mit. Ich stehe momentan an. Da hätten wir ja gleich wieder Erde zum Auffüllen. Die Steine dann noch und die Erde, glaube ich, wirst du brauchen. Okay, also ich gehe wieder in die Höhle. Das kann nur einer der Baumeister sein und der braucht da Hilfsarbeiter. Okay. Nein, kannst du auch bauen, wenn du willst. Nein, das ist dein Häuschen, das hast du entworfen. Ich baue ja selber im Let's Field. Ja. Also für alle, die sich fragen, warum es momentan keine Let's Builds gibt, Map ist jetzt einmal soweit fertig. Wir sind gerade dabei, Gebäude zu ersten entwerfen. Hausdesigns, Gebäudedesigns entwerfen. Und ja, dann werden wir einige Folgen vorproduzieren, weil da ist es also dann so, dass wir viel mit Timelines arbeiten wollen. Genau. Wir dann immer so regelmäßig alle 2 Tage kommen, weil das natürlich Viel unheimlich viel Zeit. Zeit beansprucht. Also so ein Zeitraffer beinhaltet meistens dann so 2, 3 Realtime-Wochen, die vergehen werden Minimum, bis dann immer das Projekt fertig ist. Ja,
Aber es wird verschiedene Baustile geben, verschiedene Gebiete. Ja, schauen wir Ja, mal. ich freue mich schon. Ja. Also die Map ist ja ein Wahnsinn. Die haben sich jetzt schon einiges davon angeschaut. Die ist wirklich Sehr schön, ja. irre cool. So. Schon Künstler in Minecraft, das ist Das ist richtig, ja. mal lassen. So. Ein paar Blöcke gehen noch zum Setzen, bevor es wieder mal dunkel ist. So. So, und raus. Da wird nur ein bisschen Erde liegen, oder? Nein, ich habe alles aufnehmen können. Okay. Passt alles mit. Sehr schön. So, Ja. dann setzen wir da wieder ein paar Fackeln nach. Wenn wir dort einen riesen Monster-Spawn haben. Genau. Ab in die Hütte und ab in die Heuerfalle. Wow, hinter mir. Schleimi. Schlafen? Magieren. Gehen. Los geht's. Ups. Ich laufe einfach raus. Ich Hilfe, muss noch Hilfe. schnell was What ausräumen. the fuck? Na, links. So. Ein What the fuck da. Kein What the fuck. What the fuck, so. So. Gerste. Okay. Ich kann einfach nichts da lassen. Ich bin ein Sammler. Ich bin ein ewiger Sammler, was alles ins Inventar stopft. Ups. Kein What the fuck da. So, ich habe wieder einen Maissamen, den ich ansetzen kann. Oh, Spargel. Das ist Spargel. Genau, da habe ich auch einen. Einen Maissamen. So, den Und Slimy jetzt noch. Bambussprossen. Der Slimy wäre erledigt. Einmal Spargel. So, das ist eine Maispflanze. So, der kommt da dazu. Und das ist der Bambus. Genau, drei Bambussprossen und der Reis voll. Herrlich. So ein schönes Gärtchen. Erdnüsse. Dann essen wir die Bohnen. Die kann er ja nicht essen. Okay. Was kann ich denn dann essen? Ja, Paprika. Perfekt. Oh, jetzt bin ich wirklich voll. Ja, dann müssen wir schon mal die erste Kiste irgendwo aufstehen, oder?
Naja, es ist nur jetzt halt aber Pflanzen und so rauskommen beim Abbauen. Okay. Das füllt dann natürlich an. Einfach, ich schmeiß das einmal jetzt vorläufig da rein. Okay. Was soll denn noch? Ja, Balzer da noch, das kann ich auch da dazugeben, den Schleim können wir da wieder rein. Lecker, bei den Lebensmitteln, Schleimkugeln. Schmackofatz. Ja. So, ich hüpfe noch mal schnell in die Grube, schau, was ich machen kann. Oder wie Also ich werde hätte ich? einiges an Erde, wenn du Naja, brauchst. ich melde mich gleich. Ja. Ich verbaue mal, was ich habe. Ach, dann mal weiter. Und rauf. Rauf, 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 die Treppe rauf. Ja, Gott sei Dank muss man da auf keine Statik achten. Bestimmt, ja. Zumindest haben wir gleich trocken. Schauen wir mal. Sehr schön. Wenn du Mikrodit-Ziegel brauchst, ich habe einiges da. Ja, ich muss selbst auch noch. Ups, aus ist mit der Erde. Willst du ja? Ja, bitte. War jetzt glaube ich einen zu viel Abfall. Ich schmeiß da mal ein paar Sticks raus. Einmal, zweimal, dreimal, immer. Okay, passt schon, passt schon, passt Passt. schon. Ja, so viel Okay. ist es denn auch wieder nicht. Glaube ich mal. Ja, dann werden wir mal wieder Essen einwerfen, das ist ja auch nicht so lange da. Mit dem wird ja nicht einmal voll. Live in der Wutzburg jeden Tag mehrere Sticks. Das ist schon wieder etwas unrealistisch, oder? Oder zu viel. Ja, was nicht schlecht ist, glaube ich, ist, dass du das variieren musst. Das ist ja. Ja, Das ist schon das durchdacht. ist ja Aber schon. insgesamt ist es relativ viel, ja. Ja, verbraucht. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3. Dann das nächste. Dann haben wir der Mauer. Jetzt sehen wir die Länge da. Runter. So. Na schau. Und
zu ist. Sehr cool. Da steht noch ein Holzblock. Gehört da noch eine zweite Reihe drauf oder kommt dann schon der Speckstein? Das ist nur, da kommt dann ein ganzes Geschoss mit Magnet, ne? Ach so, ich glaube, das ist nur der Sockel. Nein. Okay. Dann setze ich mal eine zweite Reihe drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Yippie, sechs, yippie, sieben. yippie, Acht, neun, yippie. zehn, elf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, ich setze eine zweite Reihe drauf. Ja, Cool. kannst du machen, ja. Mit dem Migmatit. Hoppala. Mit dem Magnetit, ja. Nach vorne da. Sehr cool. Bauen ist was Schönes. Ich weiß vom eigenen Hausbau, das ist super, wenn alles wächst und größer wird. Stimmt, ja. Und die Wände werden plötzlich zu Wände, nicht nur zu einem an Fundamentstreifen. Ja, das war schon spannend, wenn man sieht, was Wie das es richtig. entsteht, gell? Und ich habe es geliebt, Material zu verbauen. Oh, herrlich. Ja, wenn man gesehen hat, dass die Paletten kommen und dann Genau. Zahlen war wieder eher weniger. Zahlen war. Das war dann immer die Ernüchterung. Ja. So, dann kommt da noch eins, zwei, drei, vier. Sind wir Ich jetzt? glaube, wir gehören schon wieder ins Bettchen, denn die Folge ist auch schon wieder um. Ja, das Schweinchen brauchst du gar nicht zu schauen. 12, oder fällt wenigstens unter einen 13. So, okay, ab ins Bettchen. Ab ins Bettchen. War deine Ansage, glaube ich. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn da im Turbo unterwegs Richtung Schlafplatz, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft Live in der Woods mit der Tiba und dem 20. Und bis dahin, Happy Gaming. Ciao und gute Nacht. Ciao.